wartet mal, vielleicht ist die Karte ja hier. Ah, na also. Na toll, ich kann das Innere wieder drehen. Das heißt, mir wird wieder schlecht. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Vanaboris regeln. Um Naboris zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Ja, super. Aha, da ist eine Kiste. Da kommen wir aber nicht dran. Zumindest nicht von hier aus. So. Ja, jetzt könnten wir ja eigentlich mal... ich sollte das vielleicht nicht so machen. Moment, ich mache das anders. Ich stelle mich lieber erstmal hier wieder rein. Und dann drehe ich das ganze Ding. So. Ach nee, wir können die einzelnen Dinger hier drehen. Ach du... oder wie? Sache. Sehr interessant. Okay, dann warte mal, dann machen wir das doch auch. Warte mal, auf dem sind wir jetzt. Dann machen wir doch den noch. Und den. Boah, dann dreht sich gleich alles. Mhm. Okay, nee, warte mal, dann drehe ich das hier noch mal. Nee, jetzt ist das ja doch das andere gewesen. Mach doch mal wieder zurück, bitte. Ja, oder dreh es weiter. Mir egal. Dreh das nochmal weiter. Ups, jetzt drehe ich das dreimal, ne? Das wollte ich auch nicht. Also man merkt schon, die Steuerung hier. Ne, das ist das mittlere. So, muss erstmal damit klarkommen, was ich hier eigentlich tue. Bisher mache ich nur Blödsinn. Jawoll. Moment mal. Irgendwie sind die Kisten hier noch falsch. Wartet mal. Ich bin jetzt auf dem mittleren. Königsbogen. Okay. Jetzt ist natürlich schade, wenn ich jetzt hier runterfalle, komme ich wieder nicht darauf. Vermute ich mal. Nein! Okay, so ist eigentlich auch okay, ne? Dann falle ich wenigstens nicht runter. Wo ist denn die andere Kiste? Da war doch noch eine. Ah, die ist da. Alles klar. Nein! Verdammt, ich bin runtergefallen. Ach, Mist. Ach, Mist. Naja. Was will man machen? Jetzt bin ich halt runtergefallen. So, was haben wir denn da eigentlich? Was ist das hier für eine Leitung? Wo kommen die Monster da oben her? Hm.
Also ich weiß leider noch gar nicht, wo ich eigentlich lang muss. Das ist ja schon mal gut, oder? Wo käme ich hier wieder hoch? Tja, und jetzt will ich da an die Kiste. Und das ist jetzt das Problem. Es dreht sich nämlich, glaube ich, jetzt zur anderen Seite, ne? Das heißt, ich müsste eigentlich hier hoch. Bin ich denn da gerade hochgekommen? Keine Ahnung. Hä? Okay, das bringt mich noch nicht weiter. Da oben, da würde es mich weiterbringen. Ah, da kann ich sogar was machen. Da muss ich mal hin. Aber erst, wenn ich hier diese doofe Kiste gefunden habe, bekommen habe, meine ich. Jawohl. So, die Kiste ist mein. Alles klar. So, jetzt muss ich nur noch versuchen, da oben drauf irgendwie zu kommen. So, vielleicht, wenn ich das jetzt hier so drehe. Ich bleib einfach mal die ganze Zeit hier stehen. Mal gucken, was passiert. Ich muss schnell hier hin. Dann muss ich schnell hier hin. Jawohl. Sehr gut. So, okay, bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Was haben wir denn hier jetzt? Was ist das? Keiner weiß es anscheinend. Nee, da muss Strom durchgeleitet werden. Wartet mal. Ich muss nicht da runterfallen. Na, der hat das Auge geschlossen. Um dem das Auge aufzukriegen, muss ich wahrscheinlich Strom da irgendwie durchjagen. Aber wo kriege ich den Strom hierher? Wo ist hier das Auge? Wahrscheinlich ist dafür da hinten das Auge, ne? Kann das sein? Ah, das ist alles ein bisschen knifflig hier. Habe ich so das Gefühl. So, da muss ich mal eben schauen. Wir brauchen Strom. Strom haben wir in dem mittleren Ding. Wartet mal. Wenn wir das jetzt mal so machen... Dann ist das hier angeschlossen. Und das hintere werde ich auch mal eben anschließen. So, da sind nämlich diese orangenen Leitungen. Die sind jetzt natürlich grün, weil ich es angeschlossen habe. So, das da hinten dreht sich jetzt, weil da Strom dran ist.
Hier passiert jetzt noch nichts, weil ich den Strom leiten muss. Falscher Knopf. So, und zwar so, das muss dahin. Genau. Und dann muss nicht das dahin, sondern das muss da so hin. Der Rest stand anscheinend schon richtig. Was habe ich jetzt hier gemacht? Ja, super. Nee, ich kann ja da hinten dann da hoch. Stimmt ja. Versuch's trotzdem. Nein, es geht nicht. Stimmt, ich kann doch da hoch. Halt dich doch da fest. So. Aber dann komme ich da immer noch nicht dran. Nee, deswegen ja. Deswegen wollte ich das ja ziehen und schnell dann da hochsprinten. Ich glaube, das versuche ich auch mal. Ob das so geht. So. Versuchen wir mal hier hoch zu sprinten. Dann muss ich schnell darüber sprinten. Oh, was ist denn mit der Reichweite wieder los? Hallo, das kann doch nicht sein. Vorhin ging das doch näher. Vorhin war ich doch noch näher dran, oder nicht? Jawohl! Wir haben es so geschafft. Geschafft. Was haben wir denn hier lustiges? Ein Aufzug. Oh, hier ist ein Auge. So, okay, da oben ist nichts. Und hier haben wir einen weiteren Stein, den man irgendwie den man irgendwie entzünden muss anscheinend. So, dann gucke ich jetzt mal hier. Ah. Nein, 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 nein. Ich war mal wieder zu schnell, zu voreilig. Ah, da. Okay, ich gehe nochmal runter. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann wieder da hochkomme. Deswegen würde ich da jetzt nicht sofort... Boah, super geil. Bin voll schlecht gesprungen. Und da komme ich nicht wieder hoch. Doch, komme ich. Na, dann ist ja gut. Ich komme da wieder hoch. Aber wo zum Henker bin ich denn hier? Muss mal eben gucken. Ach, ich bin jetzt hier, ja? Alles klar. Dann war das ja vielleicht doch so richtig, wie ich das gemacht hatte. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie da oben dran kommen. Sehr schön. Was mache ich mit der Kugel? Wahrscheinlich ganz oben drauflegen, nehme ich mal an. Ach, ich falle auch überall runter. Ich hoffe, das ist richtig, aber ich denke mal, so kriege ich jetzt da die Lampe an. So. Okay, die lassen wir mal da liegen.
So, okay, das Auge sind wir auch losgeworden. Jetzt kommt hier das Maschinchen hoch. So. Und hier haben wir auch unseren ersten Dings. Schikastein, genau. Also nein, Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. Ja, auf mich ist Verlass. Genau, das erste von 4 Kontrollsiegeln haben wir. Jawohl, ja. Was ist das? Nee, ich glaube, da muss auch Strom hin, ne? Warte mal, können wir das nicht vielleicht mit einem Blitzpfeil einfach machen? Ich habe ja auch so viele. So. Sehr schön. Meine Waffe ist kaputt. Meine Waffe ist kaputt. Ach, schaut mal an, hier oben. Da brauchen wir wieder so eine Kugel, so eine Stromkugel. Wir brauchen 2 Stromkugeln. Bleibt das jetzt hier auf, für immer? Anscheinend, das ist doch gut. Hier hinten habe ich noch ein Auge gesehen. So, weg mit dir. Weg mit dir, du Auge. Oh, wo sind wir denn hier, wenn ich jetzt hier runterspringe? Das Blöde ist nur, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann komme ich hier erstmal nicht mehr hin, ne? Okay, ich sollte nochmal auf der anderen Seite gucken, dass ich da vielleicht auch die Tür irgendwie aufmache, aber ich weiß gar nicht wie. Doch, ich weiß wie, mit der Kugel, mit Hilfe der Kugel. Vielleicht kann ich ja auch die Kugel irgendwie rüberholen. Naja, wobei ich glaube, rüberholen wird schwierig. So, jetzt hole ich mir das Ding erstmal hier rüber. So. Und jetzt... Sind wir schon da? Ich kann das nicht sehen hier. Nee, wir sind noch nicht da. Okay, jetzt sind wir aber da. Oder? Ja. So. Nein! Nein! Obwohl, doch, doch. Muss der da runter. So. Es muss ja da runter. Okay, Moment mal. So. Okay, eins leuchtet schon mal. Hier unten ist auch die Tür jetzt aufgegangen. Sehr schön. Aber jetzt weiß ich nicht, wo die nächste Kugel ist. Vielleicht da oben. Nee, da oben bin ich ja hergekommen. Vielleicht ja ganz woanders. Vielleicht sollte ich ja auch erstmal hier gucken. Also das hier ist auch eine Stromleitung. Definitiv. Das ist auch eine Stromleitung. Okay. Aber warum? Warum ist hier eine Stromleitung? Macht das Sinn? Na, wahrscheinlich, ne? Die brauchen wir für irgendwas. Hier kann ich was drehen.
Karte war. Was drehe ich denn hier? Ach so. Okay, wartet. Okay, sehr schön. Und jetzt? Okay, jetzt muss ich nur noch die andere Seite hochdrehen. Bis die Lampe da ist und dann... Aha! Schick! Wir haben uns einen Aufzug gemacht. Warte. So. Aha. Damit kommen wir ziemlich weit hoch. Und hier ist auch ein weiterer Kontrollstein. Drei Kontrollsiegel fehlen noch. Bitte halt. So, drei Kontrollsiegel fehlen noch. Und sie sind alle irgendwie da drin. Da muss ich mal gucken. Ja, also man sieht es, da ist eins. Und da ist noch eins. Und das andere ist halt dahinter. Dafür brauche ich noch die Kugel irgendwo her. Ich habe nur noch keinen blassen Schimmer. Da ist noch eine Kugel. Da ganz oben. Muss irgendwie noch weiter hochkommen anscheinend. Ah, hier. Aha, okay, so habe ich mir das jetzt hier schon mal schön gedreht, ja? Ich habe es mir schön gedreht. Nächste Frage ist, wo ist das verdammte Auge hier für diesen Schmodder auf dem Boden? Sonst komme ich hier nicht weiter. Ist das unten? Ne, hier unten ist das nicht. Ist das vielleicht hier irgendwo drin? Nee. Kann man hier noch irgendwo rauf? Ach so. Wartet, ich glaube, die Plattform, die fährt noch eins weiter nach oben. Da muss ich einfach mal abwarten. Und eigentlich müsste ich mal einen Cut machen, um die Aufnahme zu speichern, weil ich schon so lange aufnehme wieder. Ah, es ist echt schlimm mit mir. Sehr, sehr schlimm. So, dann werde ich jetzt hier oben noch aufräumen. Ah, so komme ich an die Kiste. Interessant. Ein Topaz. So. Dann können wir uns jetzt hier die Kugel holen und dann können wir schon den nächsten das nächste Kontrollsiegel aktivieren. Ach toll. Ich wollte doch nicht nach unten, ich wollte nach unten. So, und wenn wir das aktiviert haben, dann müssen wir, glaube ich, nur noch im inneren Ring die Kontrollsiegel so stellen, dass wir da wahrscheinlich drankommen. Das heißt, das dürfte eigentlich recht einfach werden dann, hoffe ich. So. Ja, perfekt. Jetzt hast du nur noch zwei Kontrollsiegel vor dir.
Behalte einen kühlen Kopf. Yep, werde ich machen. So, jetzt muss ich irgendwie wieder zurück in den inneren Ring. Aber ich glaube, vorher werde ich jetzt auf jeden Fall mal einen Cut machen. Und werde, ja, die Aufnahme speichern, dass das nicht hier alles nachher verloren geht. Ich werde dann hier unten noch schon mal in den Ring gehen. Dann können wir ja schon mal gucken, wo die sind. Ich stehe auf einem drauf, ne? Ja. Einer ist da drin. Okay. Wartet. Ich habe eine Idee. Wenn ich den hier einmal drehe. Yep. Da ist er. Aber wie komme ich denn da rein? Wie komme ich da rein? Das ist irgendwie voll der Zugekasten. So, jetzt komme ich da überhaupt nicht rein. Ich glaube, da kann ich das so viel drehen, wie ich will. Da komme ich nicht rein. Ich sehe keinen Eingang. Oder vielleicht von oben dann. Nee, aber das geht ja gar nicht. Jetzt ist ja hier das wieder unten. Obwohl, nee, Moment. Ich kann ja trotzdem dann hier hoch. Wartet mal, wenn ich das jetzt drehe. Nee, das Gitter geht ja hier nicht weg. Okay, egal. Meine Lieben, ich werde erst einmal einen Cut machen an dieser Stelle. Wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.